Und wir haben ein schönes Sonnenschein und dann strahlt alle Menschen wunderbar hier auf der Brache. Ja, jetzt weiß ich auch, warum du jetzt heute wieder hierher gekommen bist. Vor 5 Jahren hast du uns versprochen, du kommst wieder und du hast es wahrgemacht. Ja, genau. Ich habe erwartet und ich habe lange gewusst, dass es wirklich schön wird. Zeig mal her, die sind schon gleich grün geworden, die Daumen, meine ich, ja, Mensch. Aber ich habe festgestellt, ja, es gibt etwas, was uns beide unterscheidet. Ich habe ja ein warmes Blut, er hat ein kaltes Blut. Ich habe warme Hände, er hat kalte Hände. Ja. Oh. Ja. Und wir wollten ja eigentlich beide erfahren, dass du heute hier dich der Jury stellst und jodelst. Jetzt wissen wir nicht so wirklich, wie wir das hinkriegen. Weil die Jury weiß noch nicht, ob sie dich bewerten kann. Doch, tut sie. Weil wenn du ein harztypisches Jodellied singst, wenn du harztypisch jodelst, bayerisch angezogen bist, dann passt das. Herrlich, herrlich! Lotti! Lotti! Herrlich, herrlich! Du hast wahrscheinlich Tag und Nacht nicht geschlafen, sondern nur gejodelt, oder? Das ist wahr, ja. Hat er mir auch erzählt, als er angekommen ist, also er hatte so viel Stress 5 Jahre lang. Seine Frau hat ihn jeden Tag gezwungen, jeden Tag harztypisch zu jodeln, stimmt's? Ja. So, und wir beide machen aber jetzt was anderes. Weißt du, die Erwachsenenklasse, die steht jetzt sozusagen in den Startlöchern. Und ich habe dich ja vorgewarnt, ne? Er weiß jetzt schon 3 Stunden lang, dass er heute nicht mit mir jodeln wird, sondern er wird mit mir springen. Das weiß er jetzt schon, ja. Er hat jetzt bloß mir erklärt, Japanisch wird anders gestrickt als Deutsch. Und jetzt müssen wir beide versuchen, das Ganze hinter der Bühne mal zu üben, dass wir also beide ein Gemisch hinkriegen, stimmt's? Und wenn er das kann, dann darf er nach einer Mittagspause sie umjodeln ohne Ende. Und dann, wenn er das richtig gut kann, dann darf er mit dem amtierenden neuen Hauptsang-Jodlermeister heute zum Tagesausgang zusammenjodeln. Kriegen wir das hin? Hoffentlich.